Guck mal, da unten sind Gegner. Diese Kippen. Da ist ein Ton. Ist der Ton? Den Ton gucken wir uns mal an. Das ist super interessant. Guck mal, Kisten. Mit nix drin. Fertigkeiten. Analyse. Einwurf bitte. Er mag auch kein Feuer. So. Schwertsturm. Ist das auch schon fertig? Angriffsmagie innerhalb des. Ja. Und tiefer. Rückwärtsseilo. Hab ich Sturm aufspielen. Yay! Gut zusammen gespielt. Toll. Red und Barrett, die haben zugeguckt und nichts gemacht, die steigen auch ein Level hoch. Was für eine Schweinerei. Boah, ich hätte die Kohle. Hm? Was passiert, wenn ich das Knöpfchen drücke? Kann ich Knöpfchen? Nein, ich kann kein Knöpfchen drücken. Okay, die Welt ist gerettet. Dann kann ich kein Knöpfchen drücken. Aha. Bin ich allein. Jetzt flüchten. Lass sie zurück. Man weiß nie. Einmalige Chance. Und sie sind doch schon wieder da. Es war ein Versuch wert. Sehe ich das richtig? Ist das eine Bank? Republik, an den in Republikzeiten errichteten Chocobo-Haltestellen für Chocobo-Kutschen befinden sich auch etwa in die Jahre gekommene Sitzgelegenheiten von Chocobo-Haltestellen, ne? Benutze ein Kissen und setze dich für eine Weile auf eine solche Bank um deinen TP und so. Die Dinger muss ich in Kissen benutzen. Ja, einfach mal aus dem Prinzip heraus. Oh nein, ich mach's mir bequem. Dann reiche ich mir meinen Tee. Dankeschön, Alicia. Ich denke mal, damit man nicht die ganze Zeit Dauerfarmen kann. Weißt du, kloppen, kloppen, kloppen. Hinsetzen, heilen, kloppen, kloppen, kloppen. Sondern dass das ein bisschen schwieriger gemacht wird. Böses Ding. Nimm das. Mädchen, Mädchen, du bist zu spät. Okay. Sehr schön, sehr schön. Es gibt hier schon echt einiges zu bieten, muss man sagen. Ja stimmt, jetzt ist es halt Open World wie früher. Remake war ja nicht so. Na, sieh mal einer an. So trifft man sich also wieder. Oh, der nette Herr mit dem Wagen. Noch einmal vielen Dank für die Hilfe. Ach, nicht doch. Für zwei so reizende Damen tut man das doch gern. Hoppla, ich hab mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Bill. Na, mehr gibt's nicht zu sagen.
Heute lässt mein alter Wagen mich leider im Stich. Sonst würde ich euch wieder mitnehmen. Das macht überhaupt nichts. Wir laufen. Gibt es hier was, wo man ungestört ist? Ihr sucht ein lauschiges Plätzchen? Ja. Ich hätte fast vergessen, wie es ist, jung und verliebt zu sein. Tja, also bei der Anlegestelle in den Sümpfen. Da solltet ihr ganz ungestört sein. Gebt hier keinen besseren Ort. Ja, ja, weil man jung ist, ne, will man natürlich ungestört sein, ne? Also, ne? Ich bin gerade kurz was trinken rein, Leute. Ja, ja, ungestört, ne? Ja, ja. Ist das auf der Karte markiert worden? Die alte Anlegestelle. Ist das mit der Hauptstory verbunden? Ja, ja. Boah, jetzt muss ich aber endlich mal erstmal noch da reden. Schon so ein eigener Marker ist. Hat er nicht die Stimme von Clives Onkel? Ja? Ja? Oh, muss die Stimme sein. Ausnutzen elementarer Schwächen. Ja. So, die kennen wir ja schon aus der Demo. Aber analysieren wir sie trotzdem mal. Ja, ja. Ich musste erstmal ausreichen. Analyse. Wirksam ist Feuer und Eis. Fesselung, ja, Kombozahl ist ja, kann nach Schmetterer erst Sprengfrost und dann Schlagsprung. Ja, die Luft in den Arsch geklappt. So, Fertigkeit. Den aber gerade echt böse in den Popo getreten, ne? Na holla, die Waldfee, die Frau ist gefährlich. Ja, die haben wir im ersten Teil, ja, stimmt. Man sollte generell, wenn eine Frau schlechte Laune hat, sich nicht mit ihr annehmen. Obwohl, ich bin lebensmüde. Also, dass ich meinen eigenen Rat nicht befolge, liegt daran, dass ich lebensmüde bin, aber anderen rate ich das lieber zu machen, weil es könnte böse für die enden. Aber ich bin lebensmüde, hier passiert nichts. Holz. Yay, als ob es davon nicht genug geben würde hier. Wegen des Planeten. Lorbeer und Holz. Weiß ich, beim Holz muss ich irgendwie gerade an Dings denken, an Horizon. Ja, jetzt soll das die Kirche sein oder so? Ja, ich kann tiefer heiraten. Hey, Schatz.
Oh, dieses magische Ding geht schon wieder wandern. Lieber zu viel Futter als zu wenig. Je fetter das Tier, desto höher der Verkaufspreis. Aber nur Fett ist nicht gesund beim Tier. Das ist eine kostenlose Bank, ne? Geht besser. Was heißt hier, oh, falsche Gedanken? Hm? Kann ich den Kodex nutzen? Okay. Erhöht den Schaden von Schwertwirbel um 3%. Das nehmen wir natürlich erstmal mit. Da wir einen Levelaufstieg haben. Beim LKW. Ja, nee, ist klar. Wir wissen doch alle, dass er das gar nicht so gemeint hat. Spezialeffekten. Er führt einen Eiselement magischen Angriff. Aha. Mit dem Team einen Sprungangriff. Ja, Synchroaktion. Mhm. So, Ares. Sind wir hier? Er gewährt den Schutz. Er führt einen wieder elementaren magischen Angriff aus, ohne MP zu verbrauchen. In die Gewelle. Erhöht den Schaden durch Synchroaktion und Synchrofertigkeit um 5%. Dann weiß man das. So, Barrett. Hatte ich begrenzt 3 ATP-Balken. Ja, das ist nicht verkehrt. Erhöht den Schaden bei Feuerstoß. Feuerstoß ist nicht verkehrt. Treffergarantie. Maximal. Ja. Maximales Leben finde ich gut. So. Hier ist auch nochmal TP. Nehmen wir uns auch nochmal rein. TP mal gut. So. Dann haben wir das doch auch nochmal schnell gelevelt. Und. Rabatte an Verkaufsautomaten. Yay! Was ist denn im Rabatt? Kissen. Yay! Wir holen uns noch ein Ersatzkissen wieder. Ist gerade günstig. Zack, ausverkauft der Rabatt. Das ist so schlimm. Diese Rabatte heutzutage, du. Ah, aber wie gesagt, noch zu wenig Kohle. Noch brauchen wir es nicht. Wir sparen ja. Ich fand dir jetzt einen Checkup, oder? Ihr gehört zu Avalanche, oder? Broden hat mir von euch erzählt. Ich bin auf eurer Seite. Shindra scheint auf der Suche nach euch jeden Stein umzudrehen. Hier seid ihr nicht lange sicher. In den Sümpfen gibt es eine alte Anlegestelle, die Shinra bestimmt längst vergessen hat. Versteckt euch doch dort. Team Story abgeschlossen. Irgendwie fehlt das. So, okay, hier müssen wir ja eh hin. Das ist ja das, was der Jute gesagt hat, aber ansonsten. Zu erkunden. Also dann! Auf geht's! Wäre das noch ein Marker? Nö, ne? Jo! Gucken, ob wir noch irgendwie unterwegs noch ein paar Monster klatschen können. Da redet man vom Monsterklatsch und schon tauchen sie auf.
Nicht verkehrt. Eisenerz. Können wir wenigstens noch nebenbei so ein bisschen leveln. Nein, Mädchen, musst du da stehen. Ich bin bereit. Verschwende. Ja, schießt du mal. Zeig mal an. Schwertsturm. Es gab jetzt böse auf den Verbau. Ah, ne. Hackenflügel. Schon ein böser Attacke. Es ist voll niedlich, wenn sie dann irgendwie im Hintergrund ruft, ne? Das ist war's. Okay, er ist es mal wieder zu spät. Ich muss sie ein bisschen früher aktivieren. Dann wird das nie was bei ihr. Guck mal, sei mal. Es sind beide, mein Schatz. Ey, Vereichel. So verkehrt. Auf die andere Seite gekommen. Ja, braucht Zeit, geht man mit der Silke. Welche Mädchen gerade schon wieder am Stehen? Oh, die halten sogar so eine Attacke ab. Was? Ja, hättest du länger aufrecht halten müssen. Oh, bevor ich es vergesse, diesmal Ares. Da. Ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Wechsel! Ja, ich mach das. Das ist nicht so klar, das klang so komisch, dieses Wechsel! Jetzt geht's nicht. Ich würd's auch nochmal so auslösen. Keine
für eine große Sache. Ist voll der Angeber, ne? Also ich muss sagen, ich bin eigentlich relativ schnell jetzt wieder in Final Fantasy VII Kampfsystem gekommen, weil es doch definitiv anders ist wie von Clive. Also Final Fantasy XVI. Ich muss schon sagen, Clive hatte so ein paar Punkte, genauso wie auch in Final Fantasy XV, die ich doch auch gerne hier drin sehen hätte, möchte, können, wollen, wie auch immer. Okay. Hätten so kleine Sachen. Das soll uns nicht aufhalten, mich sowieso nicht. Nebel. Das leuchtende Ding läuft da lang. Muss man wieder blinken. Noch mehr Salbei! Wegen des Planeten. Noch was. Ja, ich hab's mitgekriegt, was du geschrieben hast, recht? Deswegen laufe ich extra lang. Okay. Wieder das Ding. Ist der Weg, Mäuse. In der Kiste. Endlich. Eine Prachtklinge. Ja, wie gut, dass ich Geld spare. Das ist irgendwie so mein Zwergentum. Und sah schwer aus. Slot mehr. Nicht gut. Serie einsetzen. Haben wir noch irgendwas frei? Nö. Ich habe bis jetzt aber auch noch keine gefunden. Kann man nicht einmal in Ruhe Albträume haben? Wer seid ihr? Sie ist nah. Die Verschmelzung der Welten. Die Reunion. Beeil dich, Cloud.